Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Willkommen zurück hier bei unserem großköniglichen Ehepaar. Zurück bei Großkönig Janusz und seiner Gattin Anastasia. Zur Erinnerung, Janusz ist gierig, fleißig und ehrgeizig und sollte eigentlich mit Fug und Recht inzwischen als Janusz der Eroberer bezeichnet werden. Denn so weitreichend wie er und vor allem in den wenigen Jahren hat vor ihm mit Sicherheit noch kein Krutoi erobert. Seine Gattin, auch das nochmal zur Erinnerung, ist treuherzig, sadistisch und fleißig. Und wo ich mir das jetzt so angucke und mir anschaue, sadistisch, da, Leute, da ist doch jetzt alles klar, oder? Wir haben so ein bisschen gerätselt, was das für eine Perversion sein kann. Aber ich finde, das passt doch wunderbar hier zusammen. Es gibt nämlich keine Eigenschaft des Masochistischen. Und genau das stelle ich mir vor. Dass die beiden in privaten Stunden ganz spezielle Spielchen miteinander treiben, wo sie ihre sadistische Ader an ihm auslassen kann, während er nach außen der große Eroberer ist, aber gegenüber seiner Frau sich auf vielfältige Art und Weise unterwirft. Und wer weiß, vielleicht hat er hier, der ja ebenfalls pervers ist, Branimir, die beiden irgendwo erwischt. Nicht gerade im Schlafzimmer, ich glaube, da traut er sich nicht hinein, aber vielleicht haben sie sich in den Folterkeller begeben, wo er auch gerade irgendwie was erledigen wollte in dieser Hinsicht. Naja, und so kam dann eins zum anderen. Ich finde, das ist die Geschichte, die dahinter steckt. Okay, hätten wir das auch geklärt? Ich komme gleich zu den großen Plänen und Zielen von unserem Großkönig Janusz, aber wie gewohnt am Beginn die Vorstellung der wichtigsten Charaktere des Reiches. Und das ist erstmal die direkte Verwandtschaft, zu der wir kommen sollten. Vielleicht die Brüder an erster Stelle. Wir haben König Lucian von Norwegen, der ja ein relativ schwacher König ist, aber er macht sich langsam 6666, was für eine Zahl militärische Stärke. Er ist nicht bei uns im Rat, weil er uns auch so treu ergeben ist und ansonsten nicht unbedingt die Kompetenzen hat, wobei er eigentlich ein ganz guter Diplomat ist. Er ist rachsüchtig, gerecht und ehrlich. Wir haben noch einen Bruder, der ist aber nur ein Graf von Varnabia, Prinz Vincenti, 35 Jahre alt, mitfühlend, geduldig und ebenfalls ehrlich. Dann haben wir natürlich zahlreiche Schwestern, allen voran sei hier erwähnt Vladislava, die inzwischen Königin von Dänemark ist, an der Seite ihres jungen Mannes Vladislav. Wichtig die Kinder, 3 Söhne, 2 Töchter haben wir. Unser ältestes Kind ist Pechna, die verlobt ist, verheiratet ist mit Prinz Ottokar von Novgorod, also mit diesem Königshaus dort. Dann haben wir unseren Erben, Haupterben Jaromar von Krutonia. Der wird vielleicht als nächstes der Großkönig werden, schüchtern, unersättlich und bescheiden. Ja, in vielen Punkten durchaus das Gegenteil seines Vaters. Wir haben über die Erbschaft ausführlich geredet, das muss ich jetzt nicht nochmal erläutern, dazu werden wir mit der Zeit nochmal kommen. Wir haben Prinz Oldrich, der inzwischen 2 Herzogtitel hat, das sind die er dann auch quasi, ja, das ist quasi sein vorgezogenes Erbe, Bilzenia und Lusatia. Er ist zufrieden, gerecht und ebenfalls sadistisch, interessant. Und wir haben Prinz Matthäus, der wiederum, Herzogtum Oberschlesien und das Herzogtum von Kujawien besitzt. Der wird der König von Polen werden. Das ist auch noch ein Ziel, aber das Königreich können wir derzeit nicht erschaffen. Er ist neugierig, schüchtern und sadistisch, ist aber noch gar nicht volljährig, 13, und ist mit dem estnischen Königshaus verlobt über Prinzessin Jadwiga. Soweit zu diesen Kindern. Wir haben noch eine Tochter, Branislava, die wir noch nicht verlobt haben. Das wird noch ein Thema werden. So, kommen wir kurz zu unseren mächtigen Vasallen, allen voran den Königen. Der mächtigste König ist Jaromil von Schweden mit immerhin 14.000 Mann, die er aufbieten kann. Er ist unser Ratsmarschall und Cousin. Wir haben den schon erwähnten Vladislav aus Dänemark, 24, mit 12.000 Männern, durchaus ebenfalls mächtig. Er ist unser Ratsverwalter. Wir haben König Cepan von Novgorod. Er ist Ratsspitzel, auch 11.000 Männer, die er auf die Waage bringt. Ja, und dann kommen eher die schwächeren Königen, über den haben wir schon gesprochen, unser Bruder und
Am Ende der Königsreihe haben wir mal wieder den litauischen König, König Kamil 60, der auch Probleme hat. Der ist in einem Bürgerkrieg verwickelt und den wird er auch vermutlich verlieren. Da geht es um Lehnsautorität. Seine Frau ist sogar eingesperrt. Angreifer ist aber auch ein Kutoi, da werden wir uns jetzt nicht einmischen, zumindest auch vom göttlichen Blut. Und dann haben wir noch zwei Herzöge, die mächtig sind. Einmal Herzog Antoni III. Von Großpolen. Er ist nicht nur mächtig, sondern auch unser Ratskanzler, wirklich sehr talentiert. Und wir haben Herzogin Stenka von Lutizia, die nicht im Rat ist, aber ich weiß gar nicht, 4 Grafschaften ist jetzt auch nicht so dolle oder 3, aber offenbar genügt das, um hier als mächtig zu gelten. Ja, das waren so die wichtigen handelnden Personen. Ich will auf ein paar Kommentare noch eingehen. Als erstes kam die Frage, was ist eigentlich mit dem Ordensritter geschehen? Ich glaube, das war einer unserer, ein Onkel, ne? Wir gucken mal bei unseren Eltern, also bei unserem Vater, einer der Brüder, das war er hier, Prinz Julius. Das hatte euch interessiert, den hatten wir zum Orden geschickt, aber er ist dort nichts geworden, außer natürlich, dass er Glaubenskrieger und halt Ordensmitglied geworden ist. Aber er ist mit 47 gestorben an, ganz banal, an Fettleibigkeit. Also das ist kein Ruhmesblatt in der Geschichte der Krutois. Dann habt ihr zu Recht mich darauf hingewiesen, wir haben ja hier den Herzog von Kleinpolen, also wir haben Branislav zum Herzog von Kleinpolen gemacht. Das war ein Bastard aus unserer Familie, den unser Vater gefördert hat. Und den können wir noch anerkennen. Und das finde ich durchaus eine anständige Sache. Das machen wir mal. Jetzt, wo er auch diesen Titel hat, passt das eigentlich sehr gut. Okay, also wir legitimieren ihn. Heiraten dürfte er eigentlich von selbst, ne? Ja, das wird er schon von selbst erledigen. Da mischen wir uns nicht ein. Okay, so, das wären die Dinge, die ich eigentlich vorab noch erledigen will. Halt, da gibt es noch ein paar andere Sachen. Wir haben ganz viele Gefangene, aber wir können nur 3 Charaktere aus den Kerkern für Geld entlassen. Wir gucken mal. Hier haben wir die Königin Juditha von Thessaloniki, die werden wir nochmal behalten. Und dann machen wir mal diese Massenaktion. Kriegen einiges an Lösegeld. So, was jetzt natürlich wichtig ist, wir haben gerade, wenn ihr euch erinnert, halt, ich will kurz noch was zur Gesamtsituation sagen, zu seinen Plänen. Als kleine Erinnerung, sein Ziel ist es ja, die Westslawen zu vereinigen. Dafür haben wir im Prinzip schon fast alles erobert, außer diese Grafschaft noch nicht. Und die bekommen wir auch nicht so schnell, weil wir noch einen Waffenstillstand mit den Gegnern haben. Der noch, das muss ich nochmal prüfen, bis zum 5. August 1370 läuft. Also noch etwa 4 Jahre. Das ist ein wichtiges Ziel. Diese 4 Jahre müssen wir abwarten. Als nächstes großes Ziel hatten wir auch noch zusätzlich ausgerufen, ein Königreich zu erobern. Da hatte er ein Auge auf das Königreich Ungarn geworfen, weil es deutlich mächtiger und reicher ist als Ruthenien. Aber dieser Krieg ist leider in der Zwischenzeit bis zum Ende des Waffenstillstandes gegen Thessaloniki nicht zu führen im Moment, weil uns tatsächlich hier für Religionskrieg um Königreich, hier fehlt uns die Glaubenspunkte, die Frömmigkeitspunkte, um diesen Krieg zu erklären. Ja. Das machen wir auch nicht. Wir werden nicht diesen Hingabemalus nehmen. Wir werden noch ein bisschen abwarten. Na, ich denke 2-3 Jahre. Und dann ist die Frage, ob wir zuerst den Ungarnkrieg führen oder zuerst Thessaloniki. Da werden wir sehen. Insofern wird jetzt eine gewisse Pause des Kriegführens eintreten. Eine Pause von einigen wenigen Jahren, die er aber gut zu nutzen weiß. Denn ein fleißiger Charakter hat noch eine Spezialmöglichkeit. Er kann seinen Hauptsitz entwickeln. Und das machen wir. Ich träume davon, dass Veligrad eines Tages von allen Herrschern unter der Sonne beneidet wird. Ich muss versuchen, Verfechter der Bemühungen zu sein. Oh, wartet mal. Ich sehe gerade, wir bekommen mit dieser Aktion 100 Anspannung. Kritisch, weil ihr fleißig seid. Okay. Das ist eine Sache, ja, das ist jetzt die Frage, ne? Aber es passt rollenspielerisch eigentlich zu ihm, auch zu der Situation. Ne? Ehrgeizig, fleißig, gierig. Ich glaube, wir müssen das einfach mal in Kauf nehmen. Dann, ja,
mal schauen, was passiert. Ich finde, wir sollten ihn jetzt nicht einfach so aus rationalen Erwägungen schonen. Das ist jetzt eigentlich der Moment. Der Krieg ist im Moment vorbei. Sein rastloser Charakter widmet sich jetzt anderen Dingen. Er kann nicht einfach die Seele baumeln lassen und das Geld genießen. Nein, nein, er hat diesen faustischen Charakter und dementsprechend zieht er das jetzt durch. Wir planen die Entwicklung. Mal gucken, was passiert. Okay. Nun gut. Aber wir werden überwältigt von Anspannung. Noch passiert nichts, aber das kann bald geschehen. Okay, bevor wir weitermachen, gibt es natürlich jetzt noch eine andere wichtige Sache, nämlich, warum wird die Musik jetzt so dramatisch? Wer weiß, was jetzt passiert. Egal. Wir haben Meeren gerade erobert und das müssen wir noch vergeben. Und wir werden ja den Königstitel Böhmen ja auch mit vergeben. Und dann passt das sehr gut, also mit Vererben, passt das sehr gut, wenn unser Haupterbe das schon erhält. Allerdings müssen wir jetzt erstmal diesen Titel erschaffen, beziehungsweise übernehmen von irgendjemandem, der den noch besitzt. 250 kostet uns das, das ist kein Problem. So, und jetzt können wir das vergeben an unseren Sohn, an Prinz Jaromar. Titel vergeben, und zwar das Herzogtum Mähren mit all diesen 6 Grafschaften. Das passt sehr, sehr gut. So, dann haben wir nämlich genau wieder die Domänengröße, die wir haben wollen. Und unser Haupterbe hat endlich einen wirklich anständigen, vernünftigen Titel, mit dem er auch arbeiten kann, wenn ich das mal so sagen darf. So, wir sind immer noch nicht so weit, denn wir haben wahnsinnig viel Geld und das sollten wir investieren. Und ich denke, Priorität hat erstmal Czaslau, dort wo die Minen sind. Um die Minen weiter auszubauen, brauchen wir die nächste Burgstufe. Ringburg 700, gehen wir mal aus. Und ansonsten haben die Gegenden Priorität, wo wir neue Besitztümer erschaffen können. Für unsere Zwecke ist es tatsächlich interessant, Frömmigkeit zu nutzen. Allerdings würden wir das auch erst in 5 Jahren bekommen. Also Frömmigkeit erhalten wir, wenn wir zum Beispiel einen Tempel bauen. Das können wir hier durchaus mal machen. Wir gucken mal, wo das hinpasst. In die Hügel, in den Wald oder ins Gebirge. Ich würde sagen, wir bauen, also was heißt ein Tempel? Ja, ein Tempel, unsere Religion. Wir bauen das in die Hügel. Machen wir mal. Und 5 Jahre dauert das und dann erhalten wir 500 Frömmigkeit. Eine Pilgerfahrt können wir derzeit auch nicht machen. Also im Moment gibt es keine wirklich gute Möglichkeit, das relativ schnell hochzubringen. So, wir haben noch 1400. Eine Investition können wir, denke ich, nochmal tun. Ja, da waren wir doch gerade, ne? Genau, da wird das errichtet. Können wir gleichzeitig noch ein Gebäude bauen? Ja, können wir eigentlich, ne? Warum nicht? Irgendwas, was gut Steuern bringt. Was könnte das sein? Gehöfte oder diese Weiden. Naja, gut ist auch was dran. Das ist 0,2, aber wir investieren hier nochmal. Ach kommt, wir gehen hier nochmal weiter. Leitmeritz, was haben wir hier? Quartiermeister, Amtsstuben. Nein, das bringt keine Steuern. Hier, Gärten und Gemüsepflanzungen. Da können wir noch was investieren. Und einmal noch in Pilsen. Ach, schaut mal, auch hier sind neue Besitztümer möglich. Leute, da werden wir mal hier eine Burg noch bauen. So, jetzt haben wir genug Geld ausgegeben. Erstmal jetzt lassen wir das Ganze weiterlaufen und schauen mal, was hier in den Friedenszeiten passiert. Und erneut ein geistiger Zusammenbruch, Arbeit ohne Ende. Manchmal fühle ich mich, als ob die ganze Welt auf meinen Schultern lasten würde. Das hatten wir doch das letzte Mal auch. Und da hat er sich entschieden, einfach weiterzuarbeiten. Ich würde sagen, auch jetzt werden wir mal würfeln. Also mal schauen, in welche Richtung er sich weiterentwickeln wird. Entweder wird er Trunkenbold, Tagebuchschreiber oder er zieht es einfach weiter durch. Und ich würfle eine 1. Oha, okay, alles klar. Ich brauche etwas, um meine Säfte wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Wir erhalten die Eigenschaft Trunkenbold. Das bedeutet, Verwaltungsfähigkeit reduziert sich, unser Kampfgeschick. Wir bekommen einen winzigen Gesundheitsmalus. Andere Leute finden das aber ganz gut. Nun gut. Okay, alles klar. Das ist der Weg, den er jetzt geht. So, Bekanntschaft wurde gefangen genommen. Kaiser Faruin von Italien
von König Hoasse von Blemmien. Beide noch nie gehört. Ja, das ist hier dieser Krieg. Der interessiert uns eher weniger. So, begeisterte Bekehrung in Prag. Das ist hervorragend. Und eine weitere Bekanntschaft ist gestorben. Jetzt ist die Frage, was machen wir denn hier mit diesen ganzen Gefangenen? Immer noch nicht habe ich ausprobiert, ob wenn wir Massenentlassungen machen, wir unseren gesamten Schrecken verlieren. Das weiß ich aber nicht, ob durch die Automatisierung das passiert. Wenn man es so macht, muss man halt aktiv ja hier was tun, um den Schrecken nicht zu verlieren. Zum Beispiel ein schwaches Druckmittel verlangen. Das kann ich auch mal off-cam machen. Das ist eigentlich relativ lästig. Ich werde nur bei wichtigen Charakteren, wo das Sinn macht, Bekehrung verlangen. Ansonsten werden wir das auf diese Art und Weise klären. Macht eigentlich keinen Sinn, dass sie jetzt ewig bei uns im Kerker bleiben. So, okay. Leb wohl, leb wohl, leb wohl. Kaiser Hildegaut hat einen Krieg gewonnen. Ostfränkischer Anspruch auf das Kaiserreich von Italien. Aha. Das heißt, es gibt einen neuen italienischen Kaiser, der vorher... Okay, wir gucken ganz kurz mal die Titelgeschichte an. Ja, tatsächlich. Vorher war das ein Babenberg-Denis, jetzt ist es ein von Winstigen, aber auch aus der Dynastie Babenberg. Der hatte das ererbt und er hat sich das erobert. Kaiser Hildegaut. Ist das die neue Hoffnung am katholischen Himmel? Naja, wirklich mächtig ist er nicht, allerdings ist er ein Pole. Interessant. Ein polnischer Kaiser von Italien. Mal gucken, ob er es wagt, gegen uns vorzugehen. Oh, was haben wir hier? Eheliche Anschuldigung. Ich bin überrascht, meine Gemahlin beim Umherschleichen in meinem Studierzimmer vorzufinden. Dem Ausdruck auf ihrem Gesicht nachzuurteilen, ist Anastasia wegen irgendetwas aufgeregt. Doch ich brauche eine Weile, um sie davon zu überzeugen, ihre Sorgen mit mir zu teilen. Mein geliebtes Wesen, ich muss euch gestehen, dass mich Audun schwer gekränkt hat. Ich ertrage den Gedanken nicht, mich weiter in der Nähe dieser ungehobelten Person aufhalten zu müssen. Audun? Ein Höfling, mit dem wir nichts zu tun haben. Ein Norweger. Wie reagieren wir? Er ist morgen früh schon weg. Wir können ihn verbannen. Wir können das mit ihr besprechen. Nein. Wenn unsere Frau so etwas wünscht, werden wir das natürlich tun. Er ist morgen früh weg. Verschwinde, Audun. Geh nach Norwegen. So. Oh. Königin Judita ist in unserem Kerker gestorben. Das war allerdings jetzt nicht der Plan. Ich dachte, das könnte noch hilfreich sein im Krieg, aber offensichtlich nicht. Naja, so läuft das in unseren Kerkern. Eine gefährliche Fraktion mal wieder, ja. Es wird ein immer, also die werden immer mächtiger werden, jetzt diese katholischen Aufstände. Unvermeidbar für uns. Aber immerhin ein Ablass kommt rein. Hervorragend. So, 703, das heißt eigentlich in 10 Monaten wären wir tatsächlich dabei, soweit wollte ich sagen, ungefähr in 10, 12 Monaten, Ungarn angreifen zu können, wenn wir das machen wollen, vor dem Thessaloniki-Krieg. Noch ein Ablass und unser Bruder hat eine eigene Linie gegründet, wie wir gesehen haben. Also unser Kerker scheint wahrscheinlich zu überfüllt zu sein, die sterben da ziemlich schnell. Meine Schwester Geira hat ein Kind zur Welt gebracht, wer ist nochmal ihr... Mann, achso, ist einer unserer Champions? Nee, Prinz Janusz? Nee, das ist kein Champion, das ist ein Champion in Estland. Ah, Prinz Janusz von Estland, alles klar. Djobeslav, gut, möget ihr stark und weise werden. Und es geht weiter. Pechna. Oh, die will das Kind Pechna. Das finde ich ein bisschen komisch, ehrlich gesagt. Nenn es Ursula. Und es ist soweit. Der nächste Bauernaufstand steht bevor. Nun gut, wir werden sie natürlich wie gewohnt bekämpfen. 22. Dezember beginnt das Ganze. Krieg erklärt. Ein Bürgermeister nimmt mit teil. Ansonsten haben wir Miliduch als Anführer. Gucken wir uns gleich mal an, wo er sich befindet. Müssen wir, glaube ich, ein paar Tage laufen lassen. Ja, das ist das Zentrum dieses Aufstandes. 32.000 Mann. Und entsprechend diverse Belagerungen. Wo bist du? Na, das ist noch wahrscheinlich am Monatswechsel erst.
Vielleicht sollten wir das nochmal abwarten, wobei Eck wird ja nur in diesem Bereich sein. Die Frage ist, wir haben ja hier schon, das ist ganz gut, wir haben hier schon einen Sammelpunkt. Wir werden das Kriegsvolk hier ausheben. Und wir werden in der Nachbarschaft noch, ja, vielleicht so 10.000, 15.000 Bauern ausheben, denke ich. Dann sollte das funktionieren. Und dann gucken wir mal, wo der Bauernanführer ist. Bauern gegen Bauern gewissermaßen. Okay, das stoppen wir mal. Dann haben wir 27.000. Damit müssten wir zurechtkommen, wenn die dann auch irgendwann da sind. Ja. Okay. Wer kämpft? Das ist die große Frage. Die sind offensichtlich beschäftigt. 21 ist schon ganz gut. Gibt es noch jemanden, Glaubenskämpfer? Prinz Vincenti. Das müsste eigentlich ja wirksam sein, dann hätte er 22. Ich glaube, lassen wir unseren Bruder doch mal an der Spitze der Armee kämpfen. Warum eigentlich nicht? So, jetzt nochmal die Frage: Wo ist der Bauernanführer? Kriegen wir das jetzt raus? Bitte zeig ihn mir. Aha, bei der größten Armee. Das habe ich mir schon gedacht. So, dann bringen wir sie wohin? Da ist ein Fluss. Da ist auch ein Fluss. Das ist unangenehm. Müssen wir von hier unten angreifen. Auf dem Weg erledigen wir noch die 642 Männer dort. Oder auch nicht. So, die ganzen Kinder in unseren Kerkern sterben. Ach, schaut mal. Wir werden mal hier anhalten. Er will die Belagerung nämlich abbrechen, will sich uns zur Schlacht stellen. Ob das so weise ist, sei mal dahingestellt. Wir ziehen dann erstmal hier hin und müssen uns das nochmal überlegen, was wir jetzt machen. Bringen die beiden Armeen, hallo, zusammen. Ich hoffe, dass der Krieg schnell beendet werden kann. Wir müssen diesen Fluss jetzt hier einfach mal überschreiten und ihm dann entgegenziehen. Ach, der will in die Berge abhauen. Ah, das ist natürlich jetzt blöd. Jetzt geht er da wieder rüber. Wie unschön. Passt auf. Dann versuchen wir ihn hier zu erwischen. Ja, jetzt sind wir zumindest beide mal über dem Fluss. Ein Zwinger in Obotritia gebaut worden. Ablass nehmen wir an. Okay. Das wird jetzt hier so ein richtig blödes Katz-und-Maus-Spiel. Aber nein, wir erwischen ihn hier. Krakau wird belagert. Nächster Ablass kommt. So, da beginnt die Schlacht. Und tatsächlich durch den Glaubensvorteil haben wir ihn auf 29. Ja, der gegnerische Anführer ist gut, aber wir sind besser. Es gibt noch einen Bauernaufstand und der Krieg ist leider nicht beendet, weil wir den Anführer offensichtlich nicht gefangen haben. Das ist natürlich ärgerlich. Wir gucken uns kurz an. 1400 gegen, wow, 32.000 Tote, außer einer. Einer ist nicht tot, das ist schade. Wir können weitere Champions einladen. Ich denke, es gibt keinen Grund, das nicht zu tun. Gute Kämpfer können wir immer gebrauchen. Gut, das heißt, wir müssen jetzt leider es auf die harte Tour machen. Und ich würde sagen, wir bewegen uns dann in diese Richtung und werden uns als nächstes diese Armee vorknüpfen. Ja, Vorräte sehen noch gut aus. Das funktioniert. So, wir haben einen ersten Kämpfer, ein 15er. Ja, kommt. Werden wir ihn rekrutieren? Es war ein katholischer Kämpfer, aber ich glaube, das ist kein Problem. Für zumindest unseren Großkönig, wenn er auf unserer Seite kämpft. König Jaromil hat mehr Kontrolle in Chaslau beendet. Das ist gut. Das ist dort, wo unsere Goldeinnahmen herkommen. Das heißt, wir sollten aber weitermachen. Ich glaube, das gehört uns auch hier, ne? Wir müssen. Ich guck mal ganz kurz. Aha. Nee, das habe ich hier wohl weggeklickt. Ich will auf Nummer sicher gehen, dass ich auch wirklich jetzt Domänen erwische, die es betrifft. Ja, die gehört uns. Alles klar. Dann gehen wir da hin. Ja gut, da ist das gleich geschafft, aber muss ja auch gemacht werden. So, die nächste Schlacht ist gewonnen. Wir ziehen hier zur 20.000er Armee. Nebenbei tickt unsere Frömmigkeit hoch. Also als Zeitvertreib gar nicht so schlecht, aber ich glaube, so sieht unser König das nicht. So, und da haben wir es.
Der Sieg ist unser, so sei es. Der Aufstand ist niedergeschlagen. Damit können wir... Ja, wir müssen wieder aufpassen. Die Truppen nach Hause schicken. Ich will mal kurz gucken, finden wir hier noch... Das ist er, ne? Genau, den will ich ja jetzt alle auflösen. Der soll natürlich jetzt hingerichtet werden. Folter hinrichten. Ja, wir machen es mal auf diese Art und Weise. Wird schon der richtige... Ah, nee, alles klar. Das öffnet sich hier auch per Event hervorragend. Ich denke, wir werden wieder den Scheiterhaufen wählen. Ja. Ist ja gewissermaßen schon Tradition bei uns, das mit den Bauernanführern so zu tun. So, und damit ist es tatsächlich schon möglich. Wir haben... Jetzt sind wir in der Lage... Ungarn anzugreifen. Und jetzt lass uns mal diese Situation nochmal angucken. In Ungarn, oh Gott, ist Ungarn schwach. 6500 Mann haben sie nur. Sie haben ein etwas, ja, auch nur einen schwachen Verbündeten. Sie sind hier noch im Krieg gegen Moldawien. Ein Krieg, den sie mit Sicherheit verlieren werden, weil der Angreifer mit Abstand stärker ist. Aber da ging es nur um diese eine Grafschaft. Ja, insofern liegt dieses Königreich eigentlich... quasi auf der Straße. Und es ist ein großes und durchaus mächtiges Königreich. Natürlich komplett katholisch, was die Aufstände jetzt noch verschlimmern wird, aber damit kommt unser König ja gut zurecht. Religionskrieg um das Königreich. Und die große Frage ist, gibt es jetzt mal irgendjemanden von der katholischen Seite, der jetzt in diesen Krieg eingreifen wird? Im Moment sieht es nicht danach aus, aber wir werden sehen. Vielleicht... Weil das ja ein besonderer Krieg ist, den man nur einmal im Leben machen kann. Vielleicht erkennt die katholische Seite hier mal die Dramatik des Moments. Okay, also, der Krieg wird erklärt. So, wir verschieben mal wieder unseren Sammelpunkt. Und die Frage ist... Ich glaube, ich werde gar keine Bauern ausheben. Das werden wir mit unserem Kriegsvolk erledigen. Wie kommen wir bloß am besten jetzt dahin? Ja, wir müssen hier aus dem Gebirge heraus starten, uns erstmal irgendwie aufteilen. Ja, machen wir das mal. Also, holen wir erstmal hier das gesamte Kriegsvolk her. So. Bis zur Hauptstadt ist es eine Ecke. Ja, vielleicht war der Punkt gar nicht so der beste. Wie kämen wir eigentlich... Nee, wir müssen... Nee, das ist kein guter Weg. Ja, wir müssen uns da wie durchbelagern. Eine bessere Möglichkeit sehe ich jetzt nicht. Irgendwann werden sie uns entgegenziehen, aber ich würde sagen, wir werden Stück für Stück die Burgen in Richtung Hauptstadt erobern. Die Hauptstadt allein wird eh nicht reichen. Insofern erobern ist auf jeden Fall eine gute Sache. Kriegsziel müssen wir kurz nochmal sehen. Das gehört zum Kriegsziel, ja. Das müsste also passen. Gut, dann werden wir Folgendes machen. Wir werden die Armee halbieren und wir werden in der Hälfte, wo die Belagerungswaffen sind, die werden wir nochmal rüberschieben. Die Bombarden. Und die zu der anderen Armee zuordnen. Jetzt wird es langsam kompliziert. Genau. Diese und... Na, jetzt habe ich die ausgewählt. Anders. Wir müssen die auswählen. So. Und jetzt gucken wir mal, ob wir einen Belagerer haben. Die ewige Frage. Die ewige Suche nach einem Belagerer. Ja, wir haben Ranwald. Der wird diese Armee übernehmen. Und hier schon mal hinziehen. Und den Rest, den werden wir zusammenlegen. Und er ist natürlich ein großer Befehlshaber, aber... Für diese Zwecke brauchen wir erstmal lieber einen Belagerer. Dann lieber Vlodek. Der zieht dorthin. Okay. Und dann beginnt das Spiel. Und wir wollen mal gucken, ob der Gegner uns jetzt entgegenzieht. Er ist ja selber im Krieg. Ich vermute, dort irgendwie beschäftigt. Das heißt, ich rechne lange nicht mit irgendeiner Gegenwehr. Sind das hier große Burgen? Ja, die ist schon mächtig mit 12. Okay. Die allerdings nicht. Die ist schnell gefallen. So, was haben wir hier? Angepinnter Charakter wird angegriffen. König Vladislav von Dänemark wird... okay. Das ist genau dieses mächtige Herzogtum, was wir den Dänen
zuletzt nicht entreißen wollten. Und der macht jetzt einen Aufstand. Ah, er ist ungefähr gleich stark. Es geht aber in Anführungsstrichen nur um Lehnsautorität. Ich denke, das ist nicht so relevant, dass wir jetzt da eingreifen müssen. Okay, Belagerung erstmal gewonnen. Diese Truppe zieht weiter. Ich würde sagen, nee, da kommen wir nicht hin, ohne das zu belagern. Ne, wir müssen das erst belagern. Okay, dann ist es so. Ist eine Zweierburg. 12er Festungsstufe. So, ein Ablass trudelt ein. Noch ist von der gegnerischen Armee nicht zu sehen. 8% Kriegsstand. König Izyaslav hat den Krieg gewonnen gegen Gräfin so und so. Der König von Ruthenien. Und es gibt schon wieder eheliche Anschuldigungen. Meine Gemahlin beschwert sich wieder einmal darüber, dass sich jemand bei Hof... Was ist denn hier los? Rurik. Der ist aber, glaube ich, jetzt Champion bei uns. 24, ein sehr, sehr guter Champion. Ich denke, aber auch er wird verbannt werden. Wir sind in gewisser Hinsicht unserer Frau doch hörig. Ihr wisst schon, ne? Zwinker, zwinker. So, Kaiser Hildegaut hat einen Krieg gewonnen. Oh, meine Grafschaft gegen Herzog Derwan. Ah, aha, wie? Ach, Derwan war Angreifer, ne? Das hätte mich sonst gewundert, dass wir nicht reingerufen worden sind. Der hatte versucht, Oldenburg zu erobern, was ihm nicht gelungen ist. Da hat also der Kaiser von Italien gewonnen. Nun gut. So, die nächste Burg ist gleich in unserer Hand. Eine Fraktion ist allerdings geschaffen worden. Tschechische katholische Populisten mal wieder. Das heißt, in nächster Zeit vermutlich wieder ein Aufstand. So, ich nehme jetzt die Verluste hier in Kauf, 341, und werde dort zu dieser Burg ziehen. Wir sind bei 16% und pausieren an dieser Stelle erstmal und werden das nächste Mal den Krieg gegen Ungarn fortsetzen. Bis dahin macht's gut, euer Steinwallen.